Ey, ich bin reformed, Leute. Ich bin reformed. Aber Leute, das ist halt das Ding. Wenn ihr nicht enden wollt, wie Andreas Beck, der still the main als Dingens hat, dann kommt ihr einfach ins Hubcamp. Dort zeige ich euch. Gehe ich offensiv. Kommt, Leute. Ihr könnt hier hinkommen, ja, indem ihr Ausrufezeichen Bootcamp eingibt. Und dann kriegt ihr die ganzen Informationen. Und dann coache ich euch hier. Und dann sage ich euch, Digga, du machst das Scheiße. Du machst die Scheiße. Eigentlich hätte ich doch ein Schild starten sollen. Aber drauf geschissen. Ja. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann, Leute. Und Männer starten. Habe ich das Second Hund dabei? Ne, habe ich nicht. Oh. Darf man zum Bootcamp kommen, wenn man besser als du ist? Digga, du schaust dir mein Twitch an. Das heißt, du hast weniger Gehirnzellen als der Yasuo vom Game eben. Das heißt, du kannst nicht besser sein als ich. No flame. Seine KDA? What? What? Er hat eine 2,58 KDA. Wo ist das gut? Ey, nein, er hat die Map gerade gesplittet. Oh mein Gott, er hat die Map gesplittet! Ich bin tot, ja. Ich bin fucking tot. Kha'Zix und Lee haben beide die scheiß Map gesplittet. Da freue ich mich jetzt drauf. Als ob die Jungler mich so oder so schon nicht lieben. Leute, auf meinen Nacken, ich bin gleich tot. Hey, mit Ansage. Und er überlebt das auch noch. Hat er geflasht? Doch. Lee, Camille, no F. Na toll, na toll. Ich kann halt nicht weggehen. So, ich muss die Wave halt irgendwie reinbekommen. Keine Ahnung, es war auch irgendwo dumm von mir. Ah, sowas kann aber auch nur mir passieren, Scheiße, Mann. Ja, ich werde so oder so immer gecampt. Bei mir ist es egal, ob ich Lane gewinne oder verliere. Die Jungler sind immer bei mir, egal was ich mache. Im schlimmsten Fall diven die mich, damit sie an mich rankommen können. Okay. Der Gank von meinem Jungler war aber besser als der von Lee. Ihre Mann, ja.
Leute. Wir gehen das Ninefang-Bild. Nee, das Ryan Choi-Bild gehen wir. Aber ich lasse es bei 3 Dorons. Ich kaufe nicht 5, so wie er es immer gemacht hat. Ich glaube, ich kann ja die extra Sustain eigentlich ganz gut gebrauchen. Leute, die Legende lebt wieder. Fun Fact, Ryan Choi hat vielleicht bald auch wieder vor, Ränger zu spielen. Also beziehungsweise wieder zurück zur LoL zu kommen. Here is something that won't wash off. Dieser Xin, was ein Ehrenmann. Leute, erinnert mich daran, den Xin zu honoren, okay? Ich habe ein bisschen sehr gegreed fürs Cannon. Okay, ich will das slow pushen lassen. Digga, verpisst euch doch, Mann. Like, seriously, verpisst euch. The fuck ist diese Lane, Mann? Sollte nicht hier sein. Ich chill hier, bis ich die sehe. There is the hunter and the hunted. Digga, dein... Camille no F. Is Father Sunday again? Kann ich nicht mal wegflashen? Hat die auch geflasht? Das weiß ich gar nicht. Okay, es geht in meine Richtung zurück. Ich habe auch noch mal ein bisschen mehr Farm. Hat sie Teleport? Nee, ich glaube nicht. Nee, sie hat kein Teleport. Nein, wow. Ich hab nichts gegen mein Dinges gesagt, okay? Ich hab nichts gegen meinen Xin gesagt. Mein Xin macht hier einen guten Job in dem Game. All diese Matchups. Leute, heute mein ganzer Tag. Mein schlimmstes Matchup waren immer die Jungler. Nicht die Laner selber.
Ich auch trade die halt. Ich. Whatever, boys. Komm doch her, Mann. Oder hast du Angst, weil dein scheiß Jungler nicht da ist? Okay, das bauen sie mal durch. Mal warum. Muss nichts mehr machen. Nice, good job. Leute, ich bin ausgebrannt. Das hier. Oh, ich finde noch Gold. Schade, Schokolade. Rengar ist nicht Late Game. Ich werd er tanken in diesem Game. Ich werde wahrscheinlich Trinity gehen und danach halt Randuins. Oh, das sieht sexy aus. Die Frage ist, ist das Ganze. Ja, das haben wir gewonnen. Keine Ahnung, Mann. Ich verstehe auch nicht, warum sollte der Lee Toplane ganken. Also versteht mich nicht falsch, ne? Aber wenn ich mir das hier so angucke, wird dieses Game so oder so vom Botlane entschieden. Entweder wird meine Vayne feeden oder nicht. Ne, also Das Ding ist bei diesem Rengar, er ist schwächer als der, wie wir ihn davor kannten. Das auf jeden Fall. Aber er fühlt sich smoother an als das, was wir bekommen haben. Okay, jetzt werde ich Probleme beim Trainer. Okay, Lee ist nicht da, ich sollte die Zeit eben ausnutzen, ich hab. Die könnten TP'n, aufpassen. Digga, nicht schon wieder. Ah, sie muss jetzt eh pushen. Ja, Lee kommt jetzt eh hoch. Da kann er hochkommen. Can we swap or something? Der stärkere Jungler im Rennen. Ich verstehe nicht, was du von mir gerade möchtest. I'm sorry, Digi. Nein, Leute, wenn es um Jungle geht, ist Kha'Zix stärker. By far, ja. What? Jetzt swappen wir? Natürlich haben sie Flash, natürlich haben sie Flashes. Was sollen sie auch sonst haben? Orino F.
Die TP runter, um mir einfach direkt nochmal Druck zu erzeugen. Weil jetzt haben wir auf der Topside scheiße wie Pressure for free. Nice. Na, Twitch kann jetzt quasi nicht hochgehen, weil das jemand halten musste. Gleich sind eh wieder 3-4 Leute Botlane und fick mein ganzes Leben. Ich weiß nicht, ob Twitch flash hat oder nicht. Ich glaube, ich kriege Herald auch noch. Lol. Lee ist auch gleich hier, fickt ebenfalls mein ganzes Leben. Ah, nein, dann nehmen wir Janus nicht hier. Digga, lasst mich doch einfach nur ein bisschen scalen, Leute. Naja, weil der Kamin macht mich jetzt. Ich bin zu schwach für sie. Haben wir gerade Herald gezogen? The fuck? Hauptsache mich instant ulten, er. Kommt Leute, gib mir doch noch mehr Ultis. Gib mir noch mehr. Komm her, Baby. Gib mir alles, was ihr habt. Anders kenne ich es doch gar nicht. Hauptsache alles auf Rengar ziehen. Echt? Null. Ich hätte weiter pushen sollen. Ich hätte gar nicht weggehen sollen. Ich auf euch. Eine kann ich noch auspushen. Ah cool, mein nächster Proc Gathering Sound kommt auch gleich rein. Perfekt. Ich würde mich darüber ja mehr freuen, ne? Aber ich habe nur nur 3 Stacks. So, Leute. Ey, Leute, ihr holt euch jetzt einen Counter, ja? Und zählt mit mir mit, wie lange es dauert, bis ich wieder in den Arsch gefickt werde. Ihr dürft jetzt eure Wetten abschließen. Wie viele Minuten es dauert, bis mich wieder alle in den Arsch nehmen? Oh, shit, nice. Digga, kommt doch her, Boys. Ich esse nebenbei noch meine Früchte, ey. Komm her, Mann. Tank Rengar, by the way. Warte mal. My dad abused me, so I am used to 1v2 top. Fam. Leute, so ein typischer Missgeburtenspieler kriegt die ganzen Ganks ab, der lutscht den Schwanz vom Jungler, währenddessen ich 1v2 oben mache und ich hätte auch feeden können.
dreckiger Bastard, ey. Einmal Rengar Botlane für maximale Bushjumps? Nein. Dafür finde ich Rengar nicht stark genug. Die Supporter sind zu stark für Rengar. Da kommst du nicht dran vorbei. Ey, wow, wow, wow. Ich habe geintet auf der Lane. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Ich sah dabei gut aus. Aber ich feede ja nicht im Game, so. Also im Sinne von, stell dir vor, du kriegst in der Lane Ausmall und bist danach auch noch useless. Das wäre das Schlimmste überhaupt. Mein Ranger und wann Evelyn, keine Ahnung, ich spiele keinen Jungle-Ranger. Okay, Leute, passt auf, passt auf. Ich zeige euch jetzt mein geheimes Jutsu, okay? Das nennt sich... Digga. Ey, yo. Yo, yo, yo. Bro, bro, das ist nicht nett, Mann. Fuck, the fuck macht der? Warum kommt der überhaupt her? Hä? What? What? Keine Ahnung, ich dachte mir, holst du halt zwei Leute runter auf die Botlane. Und dein Team pusht halt oben die ganze Zeit ein. Vladimir Inte? Pass auf, Leute, kein Fick. Oh, lol. Wow, das hat echt wehgetan. War das nur Camille? Ne, ich glaube nicht. Ich kann halt nichts machen. Ich bin gerade auch noch ein bisschen zu low. Meister. Fickt euch, Leute. Ich habe heute nur gegen Jungler gespielt und nicht gegen Toplaner. Ins Pokémon auch als One-Trick kommen. Klar. Warum nicht? Was spricht denn dagegen? Was spricht denn dagegen, Kollege? Hä? Komm, Leute, Xin. Xin, er war